Oben bleibt der Name Magdalena Neuner stehen. Und die ist jetzt gemeinsam mit Katrin Hitzer an unserem ZDF-Mikrofon. Ja, Christoph, ganz genau. Hier steht das Zimmer Neuner Hitzer. Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. Magdalena Neuner zum 4. Saisonsieg. Die Schlussrunde, da können wir drüber reden. 0,4 Sekunden lang sie hinter Sonrin Bailly im Ziel, glaub 10 vor ihr. Da haben sie nochmal alles aus sich rausgeholt. Ja, sie hat wirklich nochmal ganz, ganz arg gekämpft, aber es ging auch nochmal richtig gut. Also ich konnte richtig kämpfen. Ich wusste nicht genau, wie viel hinter der Sonrin bin. Ich habe Ohrenstöpsel drin gehabt und habe nichts verstanden. Ja, ich habe einfach versucht, mein Bestes zu geben. Da sehen wir sie. Nur noch voraus und ja, ich habe es geschafft. Katrin, es ist mit Abstand Ihr bestes Saisonergebnis, der 4. Platz. Deswegen kann man natürlich nicht von einem unglücklichen 4. Platz reden. Das wird Sie nicht interessieren. Was sagen Sie zu Ihrem Rennen heute? Also ich bin wirklich sehr zufrieden und glücklich, jetzt mal wieder ganz vorne mitzumischen. Vor allem auch beim Schießen mit dem einen Fehler. Also ich habe mir heute wirklich Zeit genommen und konzentriert geschossen. Ich habe gedacht, lieber laufe ich auf der Strecke nochmal einen Schritt schneller und es ist mir aufgegangen, ich bin überglücklich. Wir haben Sie ja in Korea gesehen, da sind Sie unglücklicherweise gestürzt und nur zweimal gestürzt, haben sich alles Mögliche geprellt. Was haben Sie während des Rennens davon gemerkt? Ja, während des Rennens eigentlich nichts, weil da schalte ich ab und ich merke es ein bisschen im Kreuz, ich bin verspannt, teilweise beim Stehenschießen. Komme ich nicht so richtig in stabilen Stand rein, aber ich habe es jetzt zum Rennen gut hinkriegt und ich hoffe, dass es jetzt dann weitergeht. Ich werde auch gut versorgt von unserem Physio. Das ist sehr schön. Magdalena, Katrin hat schon das Stehenschießen angesprochen oder das Schießen mal allgemein angesprochen. Der Bundestrainer hat in dieser Woche relativ oft mit Ihnen gesprochen, hat gesagt, da ist einfach zu viel Unruhe im Körper speziell. Heute waren Sie die Ruhe selbst. Ja, irgendwie war bei mir jetzt so ein Punkt erreicht, weil man dachte, ist egal jetzt. Also ich habe jetzt wirklich so oft so schlecht geschossen stehen und ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht. Ich war manchmal so deprimiert über das Ganze und habe mir jetzt einfach gedacht, ach, jetzt die letzten Wettkämpfe, die bringe ich jetzt einfach nur rum. Ich mache das, was ich im Training auch kann und ist mir Gott sei Dank halt im Stehenschießen gelungen. Also ein Fehler im Sprint, da wäre ich schon super glücklich, wenn es immer so wäre. Jetzt sind Sie in drei Rennen noch um die kleinen Kugeln oder um die Kugeln. Sprintweltcup, Massenstart, Gesamtweltcup. Was favorisieren Sie denn davon? Ja, der Massenstart wäre natürlich schon mein Favorit, weil ich halt das rote Trikot habe. Da bin ich vorne. Hätte ich halt schon gern. Ich würde jetzt nicht gern wieder das Trikot abgeben. Gesamtweltcup, ich kämpfe natürlich mit, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt. Ich werde jetzt mein Bestes geben und am Ende wird abgerechnet. Katrin und Magdalena, dann gibt es noch eine Szene, die schauen wir uns mal an von vor dem Start. Ich glaube, es war direkt vor dem Start von Katrin Hitzer. Da sehen wir sie. Und wegjoggen. Sie müssen fast zum Start sprinten und Magdalena beobachtet das. Haben Sie gedacht, will die nicht loslaufen oder was? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, dass die Katrin nicht rechtzeitig zum Start kommt. Und die Uhr war heute nicht richtig griffbereit oder was haben Sie da? Wieso haben Sie den Start fast verpasst, Katrin? Nein, ich bin heute echt voll locker ans Rennen. Ich habe mir wirklich ganz locker herangemacht und dann habe ich auf Tour geschaut, oh, nur 2 Minuten und nichts auszogen, Schuhe musste ich nochmal binden. Dann habe ich nur geschrien, helft mal, mir pressiert so ein bisschen und bin davon. Und dann ist die vor mir gerade raus, da habe ich dann erst die Ski angeschnallt, aber ja, anscheinend funktioniert so auch. Und wie fällt der Ruhetag oder wie sieht der Ruhetag aus in Sibirien morgen? Ja, vielleicht schauen wir mal in die Stadt, aber auf jeden Fall werden wir richtig lang schlafen, oder? Also mit Sicherheit. Wieder mal. Okay. Ja, mal schauen. Dann herzlichen Dank und vielen Dank dafür. Und danke. Glückwunsch nochmal. Danke. Sympathische junge Damen und da haben wir den Zielanlauf der Tagessiegerin Magdalena Neuner mit ihrem 4. Sieg der Saison, dem 11. Weltcupsieg insgesamt. Und die Ohrenstöpsel haben wir auch noch mal gesehen. Das verhindert dann natürlich, dass sie die Informationen aufnehmen kann. Magdalena Neuner also gewinnt auch gegen Sonrin Bailly. 4 wichtige Punkte im Kampf um den